Willkommen, liebe Traderinnen und Trader, zum zweiten Mal heute hier live auf Facebook mit mir, wie das avisiert wurde heute Morgen. Heute findet das dritte Webinar mit dem Frank Eschmann statt. Hier natürlich wieder mit Blick der Handel in den Stereo Trader und das Handel mit dem Stereo Trader auf dieser Seite. Und da möchte ich hier gar nicht lange vorredend, wie immer möchte ich bitten, wenn Fragen sind, direkt rein bitte in die Chats auf GoToWebinar oder auch hier direkt auf Facebook. Und dann können wir hier bzw. der Frank direkt auch auf Fachfragen eingehen. Von der Seite her, Frank, halt es kurz, du hast das Wort, ich blende dich ein und damit kannst du direkt auch loslegen. Ja, hallo liebe Trader, vielen Dank Mike für die Einführung. Ja, heute sehen wir uns zum dritten Mal bereits, beziehungsweise zum dritten und letzten Mal für diese Reihe, also strategisches Trading mit dem Stereo Trader. Wir hatten ja hier schon zwei Folgen, die wir hier auch schon abgedreht haben, strategisches Trading mit dem Stereo Trader. Heute dann die dritte Folge, wo ich euch mal ein bisschen zeigen möchte, was man denn eigentlich machen kann mit Filtern. Also wir haben ja bereits darüber gesprochen, der erste Teil ging um das Thema ATR. ATR ist ein wichtiges Thema, nicht nur im Stereo Trader, sondern auch allgemein im Trading. Dann im zweiten Teil haben wir darüber gesprochen, über Grid Trading im Allgemeinen, über Grid-Systeme, über Progressionsstufen, über Martingale-Systeme und über Cluster-Trading. Ich habe dann am Ende noch ein paar Cluster-Trading-Geschichten gezeigt. Die Videos sind ja auf dem Tickmill-Kanal bereits zur Verfügung, kann man sich dort die Aufzeichnung ansehen. Ja, heute der Vollständigkeit halber möchte ich noch mal ein bisschen ins Thema Automation eingehen oder aufs Thema Automation eingehen, wie man eben mit dem Stereo-Trader auch automatisiert Geschichten umsetzen kann, um hier eben seine Ideen auch automatisch umzusetzen auf einen VPS-Server bevorzugterweise. Und dazu bietet eben der Stereo Trader zwei schöne Filter, die man unter anderem kombinieren kann. Und darum soll es eben heute dann gehen. Ja, gehen wir einfach mal direkt in den Stereo Trader rein. Und wenn ihr jetzt mal dieses Chart hier seht, dann haben wir zum Beispiel im Australdollar, US-Dollar einen deutlichen Abwärtstrend. Das ist nicht zu übersehen auf dem Daily-Chart, auf dem Tageschart ist hier ein deutlicher Abwärtstrend zu sehen. Und jetzt können wir sagen, wir möchten gerne diesen Abwärtstrend eben automatisiert handeln lassen. Und dazu können wir quasi das strategische Order-Panel kombinieren mit dem Filter hier. Und dazu haben wir hier an der Seite eben die Stereo Trader Filters hier unter der, unter diesem Reiter sind hier zwei Filter, einmal XMA-Filter und einmal RSI-Filter. Und diesen können wir dann eben hier einfügen. Und der filtert uns quasi die Trendphasen raus. So, wie wir jetzt hier sehen, sind wir eben im Daily Chart, im Australdollar, US-Dollar, hier im Abwärtstrend. Und ich habe jetzt halt gesagt, handel mir quasi den Abwärtstrend und leg mir immer ein Grid auf, solange wir eben in diesem Abwärtstrend gefangen sind. Dazu fügen wir einfach diesen Filter ein. Jetzt muss ich ja mal ein bisschen klicken. Ich fange jetzt mal die ganze Geschichte von vorne an, damit ihr auch seht, wie das Ganze funktioniert oder wie man das quasi von Anfang an aussetzt. Jetzt haben wir hier auf der Seite den XMA-Filter und jetzt habe ich hier zum Beispiel mal auf der Euro-US-Dollar-Seite den RSI-Filter eingefügt. Auf den gehen wir dann gleich noch ein. Jetzt fangen wir erstmal an mit dem Trendfilter. Das heißt, wir können hier quasi einen Trendfolgeindikator, eben diesen XMA-Filter, können wir mit einem Oszillator kombinieren, können natürlich auch beide Filter getrennt voneinander benutzen, je nachdem, wie man das eben möchte, und kann sich dadurch eben schöne Strategien zusammenbauen. Ja, jetzt gehen wir erstmal nochmal in den Australdollar, US-Dollar und ich zeige euch jetzt mal von Anfang an, wie man quasi so einen Filter aufbauen kann. Dazu lösche ich das jetzt hier erstmal raus.
und fange jetzt quasi nochmal von vorne an, wie man das quasi von sich aus, von vornherein aufbaut. Also das Wichtigste ist, finde ich erstmal, dass wir, wenn wir mit so einem Filtersystem arbeiten, dass wir dann eben uns ein Trendfolgepaar ausgucken. Das heißt, möglichst, wenn wir einen Trendfolgeansatz haben möchten, sollten wir dann auch Trendfolgepaare handeln oder eben Währungspaare, die bevorzugt in Trends handeln oder gewisse Aktien. Das heißt, weniger jetzt unbedingt Range-Paare, die sind dann eher für Range-Systeme geeignet. Aber wenn wir hier jetzt ein Trendfolgesystem aufsetzen möchten, dann wäre es doch zu empfehlen, dass wir hier ein Trendfolge-Forex-Paar zum Beispiel uns auswählen, um dann die Geschichte auch umzusetzen. Das Ganze habe ich jetzt in der Praxis die beste Erfahrung gemacht auf den höheren Zeiteinheiten. Man kann natürlich das Ganze auch runterskalieren auf M15, M5, aber meiner Erfahrung nach passieren eben Trendwechsel auf kleinen Zeiteinheiten zu oft, dass man hier quasi öfters Geld verliert, als dass es dann eben einen Sinn macht. Und von daher bin ich hier eben in den großen Timeframes unterwegs, wenn es um diese Trendfolgegeschichten geht. Man kann das Ganze auch sehr gut kombinieren mit Seasonals und mit saisonalen Mustern, die wir hier dann eben ausfiltern können. Und der XMA-Filter trennt uns quasi dann die Abwärtstrends von den Aufwärtstrends. Ziehen wir uns also mal so einen XMA-Filter hier in den Chart, um das Ganze zu verdeutlichen. Diesen Trigger-EMA mache ich gleich mal in einer anderen Farbe, dass man den gut sieht. So. Und wie wir jetzt schon sehen, ist es eben so, dass wir hier, wir haben hier quasi eine EMA-Linie, den 200er EMA, und dann haben wir hier so eine kleinere Trigger-EMA. Das Ganze ist, bei dem ganzen System geht es jetzt nicht primär darum, dass wir hier Abpraller von den EMAs handeln oder diese Geschichten, dass eben hier einfach nur der Markt die EMA berührt und dann wir eine Short Order quasi in den Markt legen, sondern dass wir einfach nur den Abwärtstrend von dem Aufwärtstrend filtern. Wir sind jetzt hier mal auf dem Tageschart. Wenn wir jetzt mal auf den Stundenchart gehen, müssen wir mal kurz warten. Denn dann werden wir auch sehen, dass wir hier viel häufiger Signale bekommen und dann natürlich auch in dem Sinne häufiger Fehlsignale. So, wir haben jetzt hier schon auf dem H4-Chart, sehen wir also, der Trend wechselt hier. Und hier würde dann unser System, was wir hier mit der strategischen Order aufsetzen, würde dann eben long gehen. Und wenn die Trigger-EMA wieder die Filter-EMA nach unten kreuzt, würden wir hier eben wieder ein Short-Order-Set auflegen, das hier mit dem strategischen Order-Panel vorab definiert wird. Und das ist eben auch das, was ich eben gesagt habe. Je kleiner die Zeiteinheit wird, in der wir dieses System anwenden, desto häufiger haben wir es eben auch mit Trendwechseln zu tun. Und ja, das ist eben problematisch an der Sache, weswegen ich empfehle, auf möglichst großen Zeiteinheiten die ganze Geschichte zu halten. Denn wie man hier sieht, haben wir es hier auf dem Tageschart mit einem schönen Abwärtstrend zu tun, den man dann natürlich auch sehr gut abfangen kann mit so einem Order Grid. Ja, und das ist jetzt erstmal quasi das, was ich euch heute zeigen möchte, primär, wie man quasi so ein Trendfolgesystem aufsetzt. Also das Wichtigste ist dann jetzt auch erstmal, dass wir den Filter konfigurieren. Das heißt, wir möchten ja möglichst viele Fehlsignale ausfiltern. Wenn ich jetzt mal auf den 4-Stunden-Chart zurückgehe, dann sehen wir schon, ja, 200er EMA und 20. Ja, da könnten wir hier mal mit den Werten ein bisschen spielen, um zu gucken, wie sich unser System verändert, beziehungsweise ob wir das schaffen, möglichst wenig solche Ausreißer und solche Fehlsignale zu generieren. Und hier können wir natürlich schauen, was dann auf unseren jeweiligen Basiswert am besten passt.
Und hier würden wir quasi jetzt ein Long-Signal generieren. Dort würde dann eben das Long-Grid aufgelegt. Und erst hier würden wir dann ein Short-Signal generieren. Also die 200er bzw. 280 Trigger-EMA wäre jetzt zum Beispiel für den Australdollar S-Dollar im H4-Chart wäre nicht ganz schlecht. Muss man natürlich dann in Ruhe austüfteln bzw. mal durchprobieren, wie man die Trends hier am besten rausfiltert. Auf dem Tageschart ist es hier eben ganz deutlich zu sehen, dass wir hier mit der 200er EMA und 20er Trigger EMA schön den Abwärtstrend komplett rausfiltern. Wir hatten jetzt allerdings auch hier die letzten Tage mal ein Fehlsignal. Das bedeutet, an der Stelle wäre dann ein Long Grid in den Markt gelegt worden, obwohl wir eigentlich noch weiter dann im Short Trend waren. Das heißt, die Trigger EMH hat hier kurzfristig die 200er EMA gekreuzt. Es ist dann aber noch mal weiter nach unten gekommen. Das heißt, so ein Fehlsignal kommt immer mal vor. Das kann leicht mal passieren. Aber wir sollten natürlich versuchen, in unserem Management so viele Fehlsignale vorab wie möglich natürlich auszufiltern. Ja, jetzt habe ich eben die Möglichkeit, wenn ich hier meinen Filter aufgesetzt habe, dann muss ich hier in das Panel Auto Trading und jetzt schalte ich hier mal das Auto Trading ein. Und wie wir jetzt sehen, wird hier der erste Slot quasi belegt und hier sehen wir XMA-Filter an Block Short steht hier. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir, unser Filter steht jetzt immer noch auf Short-Richtung beziehungsweise wieder auf Short-Richtung. Und wenn ich jetzt beide Grids, die ich hier mir auflegen kann, aktiviere, dann wird automatisch das Long-Grid wird automatisch blockiert und nur die Short-Seite wird quasi entblockt. Ja, also der Filter, der sorgt immer dafür, dass nur eine Seite geöffnet ist, beziehungsweise immer nur die richtige Seite geöffnet ist und die andere Seite, beziehungsweise die falsche Seite, die Long-Seite ist im Moment die falsche Seite, die wird dann geblockt. Das heißt, wir handeln jetzt, solange wir eben hier in einem Abwärtstrend sind, handeln wir einfach immer nur in Short-Richtung. Sollte der Markt jetzt drehen und diese Trigger-EMA hier nachhaltig dann über dem 200er EMA schließen, beziehungsweise der Trend sich einfach drehen, wird es genau umgekehrt sein. Das heißt, der unblockt dann eben die Long-Richtung, die Short-Richtung wird blockiert und wir handeln dann nur noch die Long-Richtung mit dem vorab definierten Grid. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier einfach mal nur so ein Standard-Preset genommen. Das heißt, man kann natürlich jetzt einerseits diese 5x ATR durch 3 Geschichte hier nutzen, um so ein System aufzusetzen. Das heißt, wir bekommen hier immer kleine Päckchen und sobald das Ding eben ausgestoppt wird oder sobald wir hier eben in den Stop oder in den Take-Profit laufen oder in den nachgetrailten Stop, wird dann eben so ein neues Grid aufgelegt, da wir hier die Halten-Funktion aktiviert haben, wird dann immer so ein neues Grid wieder aufgelegt. Solange bis wir entweder die Halten-Funktion deaktivieren oder hier den Reset-Button drücken. Wenn ich jetzt mal auf Flat drücke, sehen wir das mal, beziehungsweise hier die Grids erstmal rausnehme, wird direkt wieder ein neues Grid aufgelegt, da wir ja die Short-Funktion immer noch aktiviert haben. Und hier jetzt eben auf dem Tageschart weiter in Short-Richtung unterwegs sind. Das Ganze können wir dann natürlich hier kombinieren. Wir können zum Beispiel auch sagen, sobald wir 10 Punkte im Gewinn sind, und dafür nutze ich das System eigentlich, das heißt, ich benutze dieses System eigentlich nicht, um vollautomatisch oder vollautonom zu handeln, sondern um mich hier in eine Position rein manövrieren zu lassen, beziehungsweise in eine Position reinrödeln zu lassen, dass ich dann im Nachhinein den Trade manuell managen kann. Ja, jetzt können wir natürlich hier einerseits hier anfangen, diese vorgefertigten ATR-Geschichten zu nutzen, beziehungsweise diese vorgefertigten Presets einzusetzen, die wir hier haben.
Swing 1, Swing 2, Swing 3 oder wir können anfangen hier uns mal auszumessen, was denn so eine ATR hergibt. Das heißt, wir messen hier einfach mal ab, wie viel der Markt retraced, wie viele Punkte, 180, 200 Punkte und dann setzen wir uns manuell ein Grid und sagen, wir haben jetzt hier, stellen wir hier das mal auf None und dann sagen wir, wir haben jetzt 200 Punkte und alle 10 Punkte möchten wir hier eine Order aufsetzen. Und schon haben wir ein viel größeres Grid, mit dem wir quasi die gesamte Tages-ATR abdecken, die so einen Wert dann quasi auch mal zurücklegt. Das heißt, sobald der Markt jetzt hier retraced, dann werden wir hier eingestoppt, beziehungsweise kommen wir in die Limits rein. Und wir sehen, wir haben jetzt hier ein viel größeres Grid aufgelegt, mit dem wir quasi so eine gesamte Tages-ATR dann auch mal abdecken und relativ leicht wieder auf Break-Even kommen in so einem Grid. Und ja, das ist eben der große Vorteil, den wir dann haben, wenn wir hier diese automatische Grid-Funktion nutzen, beziehungsweise wenn wir uns den Trend eben ausfiltern lassen und können dann hier eben so ein Grid auch abändern, indem wir eben schauen, ja, was ist quasi die aktuell abgespulte ATR. Wir können natürlich auch die automatische ATR-Funktion nutzen, aber wir können uns das auch manuell ausrechnen bzw. ausmessen. Und dann sehen wir ja auch schon, dass der Australdollar, US-Dollar in der Regel ja nicht mehr als so 200 Punkte am Tag macht. Und dann können wir eben auf diese Größe, auf dieses Währungspaar eben, die dieses Währungspaar eben zurücklegt, können wir dann eben so ein Grid auflegen. Und ja, das ist eben der große Vorteil von so einem Trendfilter, den wir dann nutzen können. Wie wir sehen, wir sind jetzt hier schon mit der ersten kleinen Position reingestoppt, aber wenn der Markt jetzt hier erstmal hochläuft, holt weitere Limits ab und prallt wieder runter, dann sind wir ruckzuck mit unserem Break-Even, sind wir dann wieder auf Break-Even und können dann eben unsere Positionen manuell absichern bzw. manuell verwalten. Ja, das ist quasi der XMA-Filter. Da gibt es jetzt hier schon mal irgendwelche Fragen vom Publikum dazu, weil ansonsten würde ich dann auch direkt weitergehen zum Euro-US-Dollar beziehungsweise zum RSI-Filter, was eine kleine andere Funktion hat. Frank, Fragen sehe ich momentan hier keine. Unsere Zuschauer bleiben am Ball und lauschen deinem Geschehen. Ich sage an dieser Stelle auch gerne nochmal den Hinweis, wer Fragen hat, bitte direkt auch rein in die Chats. Ich weiß, das ist manchmal ziemlich schwierig, wenn man gespannt zuhört. Nichtsdestotrotz, wenn Fragen da sind, einfach rein und wir gehen dann drauf ein. Also Frank, momentan ist nichts. Ich gebe den Ball zu dir zurück. Genau, okay, vielen Dank, Mike. Ja, wie gesagt, das Prinzip ist eigentlich relativ einfach. Was man natürlich noch dazu sagen sollte, ist, dass man so ein System natürlich möglichst auf dem VBS-Server dann handeln lassen sollte, da ja eben auch die Forex-Paare gerade in der Nacht auch sehr aktiv sind, beziehungsweise auch in der Nacht aktiv gehandelt werden. Und dass man eben hier immer sicherstellt, dass eine Verbindung eben mit dem jeweiligen Broker hier jetzt dann mit Tickmill auch besteht. Von daher, so ein vollautomatisches System sollte dann möglichst immer auf dem VBS-Server gehostet werden, damit wir hier auf Nummer sicher gehen und hier auch ständig, dass der hier Trader arbeiten kann mit dem System. Ja, also man kann das völlig autonom sich entwickeln. Das bedeutet, wir können hier auch eine Exit-Automation uns ausdenken, hier mit der Auto-Exit-Funktion beispielsweise, können uns hier einen maximalen Gewinn bzw. Verlust in Prozenten auch ausgeben lassen. Wir können die Handelszeit eingeben, Startzeit, Endzeit. Wenn wir jetzt sagen, heute Nacht sind irgendwie ja, Leitzinsentscheide der australischen Notenbank oder so und ich würde sagen, davor möchte ich dann doch bitte aus dem Markt raus sein, dann trage ich ja einfach die Endzeit ein, wann hier meine Trades deaktiviert werden sollten
Und sobald die Endzeit erreicht ist, werden alle offenen Positionen geschlossen und alle noch nicht gefillten Orders, die noch im Markt sind, werden deaktiviert, sodass hier dann quasi nichts anbrennen kann, wenn jetzt wichtige News über Nacht anstehen. Aber generell ist es natürlich zu empfehlen, dass man so ein System auf dem VPS-Server hostet. Ist sowieso eigentlich zum Trading am besten geeignet, da man hier dann immer mit einer konstanten Versorgung quasi, mit einer konstanten Internetversorgung zu tun hat, im Gegensatz zu einer lokalen Leitung, wo dann häufig mal auch die Sicherung ausfallen kann oder irgendwelche andere unvorhergesehenen Dinge. Der Router fällt aus, der Internetprovider fällt aus. Also wer das schon mal erlebt hat, der wird dann eben auch die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen freiwillig treffen, die man hier auch eben treffen sollte, dass man mit seinem Handy zum Beispiel immer auf das Konto auch zugreifen kann, eine gute LTE-Verbindung hat, möglichst einen VPS-Server hat, wo man dann eben auch auf seine Trades zugreifen kann. An das Ganze denkt man meistens erst, wenn es mal zu spät ist oder wenn man mal das erlebt hat, dass die Internetverbindung weg ist, während man gerade einen wichtigen Trade hat oder wenn man gerade eine große Position im Markt hat. Deswegen sollte man sich am besten da vorher auch Gedanken zu machen. Ja, wie gesagt, das ist eben jetzt hier mal so ein ganz simples XMA-Filtersystem, was einfach nur den Trend rausfiltert, den Trend nach Abwärtstrend und nach Aufwärtstrend rausfiltert, indem wir hier beide Seiten aktiviert haben. Das heißt, würde der Trend jetzt drehen, können wir hier Filterschließungen noch aktivieren. Das bedeutet dann, dass wenn der Markt hier dreht und wir triggern mit der Trigger-EMA, die 200er EMA, dann würden die offenen Positionen geschlossen. In der Regel ist aber so, dass dann so eine Geschichte vorher sowieso in den Stop bzw. in den Take-Profit läuft. Ansonsten würde dann eben nach dem Drehen eben die Long-Seite aktiviert werden und die Short-Seite blockiert werden. Ja, so viel zu dem Thema. Moment, machen wir mal Reset. So, wenn ich den Reset-Button drücke, wird alles deaktiviert. Das ist jetzt quasi der XMA-Filter. Das ist jetzt quasi ein Trend-Folgesystem. Kommen wir mal zu einem weiteren System mit dem RSI. Das bedeutet, wir haben ja nicht nur Trend-Folgeindikatoren, sondern wir haben auch klassische Oszillatoren, wie zum Beispiel den RSI. Und während jetzt so ein EMA-System einfach den Trend rausfiltern kann, handelt ja ein Oszillator immer überkaufte und überverkaufte Bereiche. Und auch hier hat der Stereotrader was Schönes zu bieten, nämlich den RSI-Filter. Und der handelt ganz einfach immer dann, wenn wir aus einem überkauften Bereich wieder in den Normalbereich eintauchen, beziehungsweise aus dem überverkauften Bereich in den Normalbereich. Das Ganze ist jetzt hier nicht gerade gut zu sehen, da wir eben hier quasi keine Wohler haben. Die ganze Welt wartet jetzt anscheinend auf die FED. Wir haben jetzt schon vielleicht um 15.30 Uhr mal noch ein bisschen Bewegung, dass wir das dann auch mal live sehen können. Aber im Prinzip ist es so, dass dieses System dann eben unser vordefiniertes Grid aufsetzt, wenn wir aus dem überkauften Bereich wieder in den Normalbereich eindringen. Hier ist der Versatz mit 30 angegeben. Das ist die Standard-RSI-Einstellung, die wir auch eben hier im Standard-Indikator auch haben, den wir uns im MetaTrader einblenden können. Wir haben hier quasi den 14er RSI, den wir ganz normal kennen. Und eben hier die überkauften, überverkauften Bereiche definiert. Ja, und das können wir eben ja auch im Stereotrader einstellen. Wir können noch sagen, dass wir das ab 20 sogar schon möchten, dass hier unser Grid aufgelegt wird. Aber jetzt sind wir halt eben hier noch, im Moment blockiert er eben alles, da wir einfach so vor uns hin dümpeln. Das heißt, ebenfalls hier den RSI-Filter reinziehen und Auto-Trading aktivieren. Diese beiden Buttons hier, Long und Short, sind aktiviert.
Und dann wird uns eben jeweils unser vordefiniertes Grid, was wir uns vorab definiert haben, wird mit unseren Parametern, die wir eingestellt haben, dann in den Markt gelegt, auch erst dann, wenn eben der Markt aus dem überkauften Bereich, wie wir hier zum Beispiel sehen, wieder eindringt in den Normalbereich. Oder hier wäre zum Beispiel eben auch ein Trigger gewesen, ja, wenn wir hier also quasi aus dem überverkauften Bereich dann wieder eindringen in den Normalbereich, und dann wird dann quasi eine Kauforder ausgelöst. Ja, das ist soweit mal diese beiden Filterfunktionen, und dann kann man natürlich auch hergehen und kann zum Beispiel mal, wenn man sich da mal ein bisschen Gedanken drüber macht, auch beide miteinander kombinieren. Das bedeutet, wenn wir ein Trennfolgesystem haben, wie diesen XMA-Filter, dann können wir natürlich auch sagen, wir setzen uns eine zweite Strategie auf in diesem Wert und fangen dann die überkauften Bereiche bzw. überverkauften Bereiche mit dem RSI ab, mit dem RSI-Filter, und handeln aber den eigentlichen Trend hier mit dem XMA-Filter weiter. Und wie das geht, das macht man einfach dann nochmal quasi denselben Chart auf. In dem Fall hier wäre dann das nochmal der Austral-Dollar, US-Dollar. Geht dann hier auf Strategie, und da könnten wir dann einen Namen geben. Beispielsweise, wenn das jetzt unsere Long-Strategie ist, machen wir einen zweiten Austral-Dollar, US-Dollar-Chart auf, geben dem dann den Namen Short, wechseln dann die Strategie und haben dann zwei verschiedene Strategien im selben Währungspaar. Also wir haben quasi ein Hedge aufgesetzt, ein Hedging-System, und könnten dann quasi oder können quasi in einem Wert die Trendfolge handeln, und im anderen Chart können wir dann quasi die überkauften und überverkauften Bereiche mit dem RSI-Filter abfangen. Ja, jetzt wäre mal die Frage, ob denn noch Fragen sind, weil das wäre es im Grunde, was ich heute noch zeigen wollte, beziehungsweise was jetzt hier noch gefehlt hat in der Sammlung, und was quasi noch das Tüpfelchen auf dem I wäre, wie man quasi seine strategischen Orders noch ein bisschen verbessern beziehungsweise teilautomatisieren oder vollautomatisieren kann. Ja, Frank, es gibt eine Frage, die lese ich dir einfach mal vor. Und zwar lautet die Frage: Wie werden Trades automatisch geschlossen? Per Trailing? Genau, also wir haben hier ganz verschiedene Möglichkeiten. Erstmal kann ich mir einstellen, dass ich zum Beispiel einen Trail aussuche. Ja? Das heißt, ich jetzt mal nochmal mein Short-Päckchen quasi in den Markt lege. Dann kann ich zum Beispiel sagen, ich nutze hier einen Trailing Stop. Und da habe ich ja diese ganz vielen verschiedenen Funktionen, die der Stereo Trader hier bietet. PLH Peak, PLH Close, Priex. Das sind alles verschiedene Trailing Routinen. Ich kann zum Beispiel auch direkt nach einem SMA hinterher trailen mit dem Stop. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie ich den Gewinn realisieren kann. Ich kann natürlich auch einfach einen Take Profit in den Markt legen, hat diverse Nachteile beim Grid Trading, hatte ich in der letzten Folge schon thematisiert, da wir ja häufig mit den kleinsten Positionen sofort im Gewinn sind, und das heißt, ich würde mit einem Take Profit immer nur sehr kleine Gewinne machen. Daher der Trailing Stop hier, ist der Trailing Stop hier besser geeignet, um Profite eben zu realisieren, denn der Trailing Stop, den können wir einstellen, dass wir hier ab einem gewissen Punktestand hinterher trailen, indem wir in Gewinn sind. Das wären dann zum Beispiel in dem Fall 10 Punkte. Das bedeutet, sobald wir mit unserer Gesamtposition, also wenn wir jetzt hier so ein Grid eben abgeholt haben, und sobald wir mit unserer Gesamtposition 10 Punkte im Gewinn sind, fängt dann der Trailing Stop an zu arbeiten und trailt dem Markt hinterher mit der Funktion, die wir hier ausgewählt haben. Das sind sogar verschiedene markttechnische Trailing Stops, das ist sehr komplex, das kann der Dirk vielleicht mal erklären, oder da sind eben auch dann
schon noch andere weitere Videos eben zur Verfügung, die das genau erklären. Aber es sind hier sehr, sehr viele sehr clevere Trailing-Routinen implementiert, die man dann mal ausprobieren kann. Oder man geht hier eben vor mit der Auto-Exit-Funktion. Das heißt, wir suchen uns den maximalen Gewinn aus, den unser Trade maximal generieren darf, und stellen dann hier eben ein 0,5%. Und sobald diese 0,5% unserer Balance eben erreicht sind, wird eben dann das gesamte Paket glattgestellt. Und solange wir die Halten-Funktion aktiviert haben, wird eben direkt wieder auch ein neues Grid aufgelegt. Das wären quasi so die Hauptsachen, die wir benutzen können, um unsere Gewinne zu realisieren. Alternativ kann man natürlich auch ganz einfach alles löschen, was noch nicht gefiltert wurde, und kann den Gewinn dann manuell verwalten, beziehungsweise den Stop dann manuell hinterherziehen. Wenn man da sehr gute Kenntnisse in der Markttechnik hat, ist es zum Beispiel auch empfehlenswert, den Stop einfach nach Markttechnik hinterherziehen, manuell einfach ab und zu mal draufschauen auf sein Konto am Tag und den Stop manuell hinterherziehen. Da bin ich immer ein großer Freund von auch, ja. So, dann gibt es noch eine zweite Frage, und zwar wird hier gefragt, hi Frank, handelst du auch mit dem Robert ATR Bracket? Wenn ja, würde er sich freuen, dass das noch gezeigt wird. Das ist so ein Spezialding vom Dirk mit dem ATR Bracket. Habe ich hier noch nichts angefangen, beziehungsweise noch nicht zustande gebracht. Ich habe ihn mal kurz getestet. Ich denke, dazu braucht es auch, also wenn ich mir den anschaue, braucht es da recht gute Vola dafür. Also der braucht ja richtig Wumms dahinter. Und da hatten wir es ja im Moment, sind wir ja nicht so gesegnet im Moment mit Volatilität. Das heißt, zeitweise explodiert mal die Vola, aber dann ist auch schon wieder alles, schläft alles quasi ein, wie eingeschlafene Füße. Und ich denke, dieser ATR-Bracket, der braucht einfach richtige Vola, und dann kann der wahrscheinlich richtig was reißen. Aber wie gesagt, im Moment, wenn man mit dem arbeiten will, die Vola mal im Blick halten. Und so wie ich mir den angeschaut habe, ist der gut geeignet dafür, wenn richtig Wumms in den Markt kommt, da was rauszuholen. Aber im Moment, wenn der Markt so vor sich hindümpelt, halte ich das für schwer mit dem. Aber vielleicht macht der Dirk da irgendwann auch noch was zu diesem ATR-Bracket. Frank, weitere Fragen habe ich jetzt hier noch nicht. Keine weiteren. Ja. Das heißt, an der Stelle würde ich gerne mal noch kurz, wie sich das in den Webinaren natürlich auch gehört, den Risikohinweis auch mit einblenden. Das fehlt natürlich noch. Das heißt, hier kurzen Augenblick. Genau. Ich starte mal kurz noch meine Präsentation und dann gebe ich den natürlich gleich noch mit rein. So, in Ordnung. Also, ich muss nur kurz meinen Bildschirm reinbringen hier. An dieser Stelle nehme ich mal ganz kurz hier das Ganze noch mit auf. So. Weil wir wissen ja, wenn wir entsprechend traden, dann heißt das ja natürlich auch bei all den Dingen, die wir hier machen, ist es so, dass das Risiko natürlich immer mit dabei ist. Und das, was wir hier in Gänze noch beachten sollten, ist, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin zu Verlusten führen kann. Das am Ende noch gesagt. Und an der Stelle sage ich auch ganz, ganz lieben Dank, Frank, für die guten praktischen Herangehensweise hier mit den Arbeitern, mit der Arbeit im Stereo-Trader. Ich hoffe, viele konnten ordentlich was mitnehmen, weil es ist wie immer so, wenn wir im Trading aktiv sind und die Märkte professionell und nachhaltig mit Gewinnen traden wollen, brauchen wir ordentliche Strategien. Wir brauchen auch Werkzeuge, die unsere Strategien am besten unterstützen können und damit sozusagen hier mit dem, was wir heute vom Frank gesehen haben, im Stereo Trader das Ganze auch sehr gut umsetzen können. Und das wird dann helfen, dass wir durch die Technik unser Trading deutlich vereinfachen können. So,
Ja, dann würde ich sagen, haben wir hier noch eine Frage, ob es Möglichkeiten gibt, die Ergebnisse der Strategie ja, mit einem XMA oder RSI im Estimator zu zeigen. Das gebe ich einfach hier nochmal kurz an dich, Frank. Den Estimator habe ich nicht, Den Estimator habe ich nicht, aber ich habe hier einen Track Record mit aber ich habe hier einen Strategie. Track Record mit der Sieht man jetzt Strategie. meinen Bildschirm? Nein, Sieht ich man schicke jetzt dir den meinen Bildschirm nochmal Bildschirm? zurück. So, jetzt kann man den Bildschirm gut sehen. Ja, also das ist hier quasi ein Ja, also das ist Live-Track, hier quasi ein weil ich hier Live-Track-Record, immer alles weil ich hier direkt immer alles live am Markt habe. direkt live am Markt auch direkt umsetze. Und das ist eben hier quasi Und ein das Track ist eben Record hier mit dieser quasi Strategie, ein mit Track dieser Record mit dieser Strategie, Strategie, mit der die ich hier XMA-Filterstrategie, die quasi ich im Urlaub quasi angewendet angewendet habe. habe. Ja, aber man kann Und natürlich auch ja, aber man kann das natürlich auch testen, wenn man hier hier erstmal backtesten, wenn mit man dem Ding hier unterwegs mit ist, dem MT4 unterwegs hier ist, verschiedene erstmal Testen, verschiedene welche Einstellungen Einstellung am testen, besten passt. welche Einstellung am besten passt Und zu dann eben einem auch gucken, und dann einfach gucken, ja, vor allem auch betreffend das, was den jeweiligen Wert betrifft. betreffend, was den jeweiligen Wert betrifft. Genau, Das das ist heißt, natürlich ein der anderer DAX ist Kandidat jetzt als ein der völlig anderer Kandidat Euro, als also der der Euro-Dollar. Australdollar, oder der Der Euro-US-Dollar. Yen ist wieder ein Der anderer US-Dollar-Yen Kandidat ist wieder ein anderer als der Dollar. Kandidat Und als hier der Dow müssen wir Jones. für jeden Und hier Wert müssen wir immer für individuelle jeden Wert Einstellungen völlig finden. individuelle Und Einstellungen wählen. ja, Und das wird eben ja, und das austestet. muss man eben austesten, sei es durch einen Ja, Backtest durch oder einen eben klassischen Live-Test, ja, wie auch immer. durch einen Live-Test, Und wie dann auch immer. gucken, welche, Und dann eben ja, gucken, welche Einstellungen am besten zum ja, welche jeweiligen Wert Einstellungen am passen. besten zum jeweiligen Wert passen. Ja, die Größe Und des Grids auch ja, eben richtig um die Größe festlegen des Grids und auch dann richtig auch festzulegen, um das Risiko Ganze eben auch und auf sein Risiko und Money Aufwandsbereitschaft Management abzustimmen. Das heißt, einzuschätzen. wir müssen Das natürlich auch müssen wir immer so gut gucken, auslegen, dass, dass das wenn wir so ein eben Grid auch auflegen, dass das zu unserem passt. Handelskonto passt, dass das zur Am Ende, Kondogröße wenn wir passt, den dass am Ende, wenn wir so ein Grid in den Markt legen, dass wir nicht am Lot Ende aufhaben, aber das 50 Konto Lot aufhaben, aufhaben, aber das dann Konto müssen wir ist hier nur eben auch 10.000 mit Euro berücksichtigen, groß. dass das Und dann alles müssen wir immer halt gucken, dass das alles von daher zusammenpasst. einfach am besten Von daher hier einfach am selbst aktiv besten werden im ja, Prozess, selbst aktiv experimentieren, werden, selbst euch Strategien experimentieren. Und anschauen, dafür überlegen, mache was ich ja ihr auch, machen habe ich auch könnt, diese was Webinarreihe ihr machen gemacht, könnt, um euch den um euch Geschmack quasi ein bisschen auch auf den Geschmack zu hier bringen mit dem Stereo Trader hier in dieser Art und aktiv Weise zu werden, zu diese Sachen mal arbeiten, selbst wirklich durchzutesten, weil das finde ich, das macht immer am meisten Spaß, solche Geschichten auszutesten und selbst voranzukommen, als wenn man jetzt von irgendjemandem eine völlig vorgefertigte Strategie serviert bekommt. Dann ist doch eigentlich so der große Reiz an der ganzen Geschichte, sich so ein Trading-System selbst zu erarbeiten. Aber die Grundlagen, denke ich, oder die Grundideen, die habe ich euch gegeben. Und ich denke und hoffe, dass ihr mit Hilfe dieser grundsätzlichen Ansätze hier auch in eurer eigenen Strategieentwicklung weiterkommt oder aufgrund der Ideen, die ich euch mitgegeben habe, hier eben eigene Strategien auch entwickeln könnt, die dann natürlich möglichst auch ein profitables Ende finden. Ja, sehr schön. Weitere Fragen haben wir nicht. Dann von meiner Seite her auch nochmal, Frank, vielen Dank an dich. Danke auch an alle Zuschauer hier. Und bitte immer wieder bei Tickmill vorbeischauen auf der Website. Da gibt es immer wieder Webinare, wo wir hier entsprechend auch für Weiterbildung unserer Trader mit sorgen. Frank, das letzte Wort gehört wie immer dir. Ja, vielen Dank, Mike, für die Ja, vielen Moderation Dank, Mike, und für die Moderation und Elena, die ja noch im Hintergrund zu sehen war. Dann vielen Dank an euch natürlich. Vielen Dank an die Zuschauer. Ich hoffe, ich konnte euch noch mit dem letzten Teil hier, mit dem strategischen Ordern hier, mit den Filtern noch so ein kleines Sahnehäubchen aufsetzen, beziehungsweise das ganze Bild noch verkomplettieren. Wir hatten erst die ATR, dann Grid und Cluster Trading und ich denke, mit dieser dreiteiligen Webinarreihe habt ihr jetzt einen recht guten Einblick bekommen in das strategische Trading und was man alles damit anfangen kann. Ihr seht, wie umfangreich das ist und dass man das nicht innerhalb von einem Webinar alles abhandeln kann, sondern dass man hier das so ein bisschen bausteinweise aufeinander aufbauen muss, um alles zu verstehen, um alles miteinander zu verbinden. Und ich hoffe, ich konnte euch dann mit dieser dreiteiligen Reihe jetzt einen guten Einblick geben und euch damit auch in der eigenen Strategieentwicklung ja, ein bisschen weiterbringen und euch neue Einblicke in ein neues Handelssystem beziehungsweise in eine völlig neue Art und eine recht kreative Art zu handeln geben, die zudem auch noch Spaß macht. Ja, das war's von mir soweit. Und dann würde ich sagen, das war's für heute.
Danke, tschüss.